Zeitrisse. Zur Geschichte der Briefmarke. Eine Skizze von J. Gasser. Erschienen in Schweizerisches Familienwochenblatt. 16. Mai 1891. Wenn wir heute das große, weite Arbeitsfeld der Postwelt im Vergleich zu etwa 20 Jahren früher betrachten und den gewaltigen Nutzen dabei in Betracht ziehen, müssen wir mit voller Bewunderung dem Genie der Menschheit folgen, das in solcher kurzen Zeit so Großartiges geleistet. Eine besondere Rolle dabei spielt die Briefmarke, welche der ganzen zivilisierten Menschheit eine so große Wohltat erwiesen. Das Verdienst, dieselbe eingeführt zu haben, kommt einem Engländer namens Rowland Hill zu. Es war im Jahre 1838. Besonderer Geschäftsverhältnisse wegen führte ihn die Reise einstens nach der Hauptstadt Schottlands. Während eines kurzen Aufenthalts in einem entlegenen Dorfe machte er die Wahrnehmung, dass ein Briefträger einem Bauernmädchen einen Brief übergab, der aus London kam. Das Mädchen, herzlich erfreut über dessen Empfang, musterte den Brief von allen Seiten und gab ihn dann wieder mit trauriger Miene an den Briefträger zurück, mit der Bemerkung, dass die betreffende Taxe darauf ihr zu hoch sei. Rowland Hill, der in der Nähe alles dieses genau beobachtete, kam einige Schritte näher und machte dem Mädchen das Anerbieten, die Brieftaxe zu zahlen. Allein das Mädchen schlug rundweg dem Herrn die Offerte aus, so dass der Postbote nolens volens sich wieder mit dem Briefe entfernen musste. Man kann sich leicht denken, dass Hill über das Benehmen des Mädchens sehr erstaunt war und dass wahrscheinlich ein Geheimnis dahinter versteckt sein müsse. Er kehrte sogleich wieder um und suchte das Mädchen auszuhorchen. Endlich verstand sie sich dazu, über das Geheimnis sich auszusprechen. Sie hatte, wie sie gestand, einen in London arbeitenden Bräutigam. Mit diesem hatte sie nun vor dessen Abreise einige kurze Zeichen verabredet, die auf die Rückseite des Briefumschlages hingezeichnet wurden. Der Brief war sonst innen leer. Kam nun der Postbote mit einem Brief, der an sie adressiert war, so las sie rasch die Zeichen ab und gab denselben dem Überbringer wieder zurück, mit dem Vorwande, dass ihr das Porto zu teuer sei. Der Bräutigam in London machte es ebenso. Auf diese seltsame Art korrespondierten sie schon längere Zeit, ohne auch nur einen Schilling auszugeben. Hill dachte lange über diese eigentümliche Mitteilung nach und fasste nun den Entschluss, die Reform eines besseren Postwesens energisch zu studieren. Die Brieftaxe richtete sich damals nach der Entfernung. Darin aber fand Hill das Unpraktische und Unbequeme der Einrichtung und bei reiflicher Überlegung kam er zu dem Resultate, eine einheitliche, billige Taxe anzustreben, welche gewiss dem Interesse des gesamten Publikums entsprechen müsse. Sogleich begann er einen Entwurf auszuarbeiten, durch den er sich einen Platz unter den Wohltätern der Menschheit erworben hat. Den fertigen Entwurf sandte Hill nun an das Schatzmeisteramt, welches eine Enquete zur Prüfung der auf einen ausgeschriebenen Konkurs hin einlaufenden Pläne ernannt hatte. Dieser Entwurf besagte unter anderem, dass Briefdecken, Kuverts und gummierte Papierstreifen, unsere Kreuzbände, gestempelt
sowie auch gummierte Etiketten, Briefmarken in den Verkehr gesetzt würden. Wie jede Neuerung ihre Anhänger und ihre Gegner aufweist, so erging es auch mit Hills Erfindung. Besonders waren es die Papierfabrikanten, die sich dagegen auflehnten, indem sie den alleinigen Staatsverschleiß und die Fabrikation gestempelter Papiere als ein Monopol verschrien. Nur die Etiketten glaubten sie zulassen zu können. Der Kampf für und gegen die Reform Hill wurde sogar in verschiedenen Zeitschriften lebhaft besprochen. Der Zeitraum zwischen der Annahme der reduzierten Brieftaxen bis zur Fertigstellung der Briefmarken erklärte jedoch zur Genüge, wie wichtig diese Neuerung war. Die Postbeamten konnten die Menge der Briefe nicht bewältigen. Die Büroschalter wurden förmlich bestürmt und belagert. Sogar wachhabende Polizisten konnten nur mit Mühe die Ordnung aufrechterhalten. Die Durchschnittszahl der täglich aufgegebenen Briefe erreichte früher an den besuchtesten Postbüros kaum eine Höhe von 80. Jetzt stieg die Summe auf 3000 per Tag. Ehe die Briefmarken in den Verkehr gesetzt wurden, hatten die Lords der Schatzkammer mancherlei Bedenken, besonders das der Fälschung. Aber auch dieses scheinbar schwerwiegende Moment wurde in einer Broschüre widerrufen, in welcher der Verfasser bewies, dass keine Fälschungen vorkommen können gegenüber dem allzu kleinen Gewinn und der Strafe andererseits. Selbst großer Gewinn bei allfälliger Massenfabrikation sei ausgeschlossen, da zur Erzeugung kostspielige Maschinen vonnöten seien. Besonders viel geschrieben und gesprochen wurde über die Art und Weise, wie die Briefmarken ausgestattet sein sollten, besonders über deren Bildnisse. Eine Nachbildung der Münzen behielt so dann die Oberhand. Indem bloß das Bild der Königin in Medaillonform angebracht wurde. Es war im Jahre 1840, wo England nun die Briefmarke einsetzte in dessen Verkehr, nachdem am 26. Dezember vorher die amtliche Verordnung behufs Einführung der Postwertzeichen erlassen worden war. England erfolgte gleich Zürich 1843, Genf 1844, Basel 1845. 3 Jahre später folgte das Kaisertum Russland. Merkwürdigerweise hat das autokratische Reich aller Preußen nicht immer dieselbe Marke gehabt. Keine einzige russische Marke weist das Bildnis des Kaisers auf. Ein Jahr später, 1849, führte Frankreich die Briefmarke ein, ebenso Belgien und Bayern. Bayern ist also das erste deutsche Land, das diese Neuheit annahm. Es reihten sich dann 1850 Sachsen, Preußen, Schleswig-Holstein und Hannover, 1851 Baden, Württemberg und Mecklenburg-Strelitz erst 1864. Die Türkei folgte 1865. Merkwürdig ging es mit der spanischen Briefmarke zu. Die erste Form von 1850 zeigte das Bild der Königin Isabella II., die bis nach der Revolution von 1868 beibehalten wurde. Das Revolutionäre Komitee war äußerst sparsam, vernichtete die Form der vorhandenen Briefmarken nicht, sondern überdruckte dieselben einfach mit dem Worte «Abilitado», dem bald der Zusatz folgte «Por la Junta Revolucionaria», welche wieder den Worten «Por la Nación» weichen musste. Vom Jahre 1870 bis 1872 trugen die Marken verschiedene allegorische Zeichnungen, später das Bild des Königs Amadeus.
Während des Carlistenkrieges wurden die Marken selbstverständlich mit dem Bilde des Don Carlos gedruckt. Ebenso zeigten die italienischen Briefmarken je nach den politischen Zeitverhältnissen zahlreiche Verwandlungen. In Preußen trugen die Marken 1850 bis 1860 das Bild Friedrich Wilhelms IV., von 1861 an den preußischen Adler. Sachsens erste Marke trug bloß die Taxziffer in einem Viereck, dann das Bild Friedrich Augusts. Hannovers erste Briefmarken trugen den Namen des Landes mit dem Staatswappen und einer einfachen Krone darüber. Im Jahre 1860 wurde ein Posthorn mit einer Krone eingeführt. Später zeigt sie das Bild Georg des V. Die Thurn- und Taxische Post hatte ihre eigenen Marken seit 1852, die einfach den Namen des Hauses trugen. Als 1871 das Deutsche Reich sich konstituiert hatte, wurden auch neue Marken ausgegeben, die alle Bundesstaaten annahmen, außer Württemberg und Bayern. Auch in der Schweiz wurde mehrere Male an den Marken geändert, besonders in den Farben des Saints. Die Post in Verlegenheit. Aus Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens 1907, Band 1. Während der Regierung Ludwig Philipps von Frankreich 1830 bis 1848 kam auf dem Hauptpostamt zu Paris eines Tages ein Brief aus Russland an, der die folgende Aufschrift trug: An den größten Dichter Frankreichs zu Paris. Im Sortiersaal war man im Zweifel darüber, wer der größte Dichter Frankreichs sei, und der Brief wurde dem Postmeister vorgelegt mit der Frage, an wen er abgeliefert werden sollte. Aber auch dieser Beamte getraute sich nicht, ohne weiteres den Brief an den von ihm am höchsten geschätzten Dichter Frankreichs zu senden. Er glaubte sich umso weniger dazu berechtigt, weil er fühlte, dass sein persönlicher Geschmack hier bei einer Frage von fast nationaler Bedeutung nicht mitsprechen dürfe. Er rief also einen Stab von höheren Beamten zusammen und legte diesem die heikle Frage vor. Eine lange Auseinandersetzung folgte und nach heftigem Hin- und Herstreiten einigte man sich schließlich dahin, den so eigenartig adressierten Brief an Lamartine als den berühmtesten Poeten Frankreichs zu senden. Der Dichter wohnte in der Universitätsstraße zu Paris und der Briefträger trug am Nachmittag dieses Tages den Brief dorthin. Und kaum hatte Lamartine die Aufschrift des Briefes gelesen, als er hastig den Briefträger zurückrief. »Dieser Brief ist nicht für mich«, rief er. »Tragen Sie ihn zu Herrn Victor Hugo in der Rue Royale.« Gleichmütig schrieb der Briefträger: »Lamartine, Universitätsstraße, verweigert Annahme. Adressat Victor Hugo, Rue Royale«, auf die Rückseite des Umschlages, und ein anderer Postbote beförderte den Brief am anderen Morgen an die neue Adresse. Hier blühte ihm kein besseres Schicksal. Victor Hugo hatte kaum die Adresse gelesen, als er aufsprang und den Briefträger, der bereits die Treppe wieder hinabstieg, nachrief: »Halt, Mann! Mit diesem Briefe sind Sie an die falsche Adresse geraten. Er ist für Herrn Lamartine in der Universitätsstraße bestimmt und nicht für mich. Nehmen Sie ihn nur wieder mit.« Der Briefträger schüttelte den Kopf und schrieb dann auf den Umschlag, was sein Kollege vorher darauf geschrieben hatte, nur in umgekehrter Form: »Victor Hugo, Rue Royale, verweigert Annahme. Adressat ist Lamartine, Universitätsstraße.«
Nachmittags erhielt Lamartine den Brief wieder, nahm ihn jedoch nicht an, sondern sandte ihn wieder an Victor Hugo, der ihn aber wiederum ablehnte. So wanderte der Brief wieder nach dem Hauptpostamt zurück. Da weder der Postmeister noch irgendeiner seiner Beamten einen anderen Ausweg aus diesem Dilemma anzugeben wusste, so wurde der Brief mit der sonderbaren Adresse von Amts wegen geöffnet, um zu sehen, ob sich vielleicht aus dem Inhalt ein Anhaltspunkt ergäbe, wer als Adressat in Betracht zu ziehen sei. Der Umschlag enthielt einen Briefbogen, auf dem die folgenden Worte standen: Dem größten Dichter Frankreichs, Herrn Moët, dem Hersteller des herrlichsten Champagners, sendet die verbindlichsten Grüße, Großfürst Konstantin von Russland. Kopfschüttelnd, aber mit verständnissinnigem Schmunzeln, schickte der Postmeister den Brief an Herrn Moët. Nachfolgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden. Tada! 10 Jahre Varieté Pavé! Magie, Komik, Luftartistik, Unfug und Chaos auf der nostalgischen Wanderbühne. Varieté Pavé, das einzigartige Freiluftspektakel, reist mit neuem Programm auch 2024 wieder durch die Schweiz. Für weitere Infos und Tourdaten siehe www.varieté-pavé.ch und Varieté Pavé auf Facebook. Am 28. und 29. Juni auf dem Campingplatz in Saarland, zusätzlich mit Kaffee-Raffis. Kanonenfutter Popcorn. Die Einsatzorte der Popcornkanone und des Kaffeewagens werden laufend aktualisiert. www.kaffee-raffi.ch. Kaffee mit Doppel-F und Raffi mit PH. Vava TV. Rock, Blues, Jazz, Psychedelic, Stoner, Pop. Der YouTube-Kanal mit Live-Mitschnitten von Hadler, Kran, Colosseum, Chris Farlow, Hamburg Blues Band, Rainer von Vielen, Café del Mundo, Erdmöbel, Mini Marx, Karma to Burn, Monkey 3, Miller Anderson Band, Gong, Kebu, Buddha Sentenza, Armin Sabol und vielen mehr. Bild und Klang in einzigartiger Harmonie. Vava TV. Vorankündigung. Schorndorfer Gitarrentage 2024. Demnächst auf dem YouTube-Kanal von Thierry Migue. Für weitere Infos siehe Facebook vava.tv. Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Zeitrisse. Zur Geschichte der Briefmarke von J. Gasser, 1891. Ein Brief mit Zustellungsproblemen und jede Menge Werbung. Stimme, Regie, Konzeption und Klangdressur. Don Quelle. Eine Produktion von Tonquelle Hofer. Den kostenlosen Zeitrisse-Podcast gibt es bei Spotify, Apple Podcasts, RTL Plus, Podcast Guru und vielen weiteren Portalen. Auf YouTube und www.zeitrisse.ch. Dort auch mit Spendenfunktion, falls Sie diesen Podcast unterstützen möchten. Merci beaucoup.